So. Willkommen zurück in eurem Haus. So. Wo geht's denn hier lang? Caves of... Wow. Das ist also die Map, die ich nie gefunden habe. Lol. Okay, also, damit kenne ich die gesamte Hub dann wohl doch noch nicht. Weil, ja, in der... Wo geht's hier noch? Ah! Moment, ich komme da gar nicht mehr hin. Was? Ah! Ah! Okay, ja, wie gesagt, in der Map war ich tatsächlich noch nie. Ich habe die immer gesucht, weil, wie gesagt, das Problem ist, es gibt hier Rätsel, die gehen über mehrere, quasi über alle Maps. Und man brauchte immer einen verfickten Cave Key, der in der scheiß Map namens Caves of Circle. Zirk? Nicht Circle? Müsste noch mit L sein. Gut, da habe ich falsche Erinnerung. Sein soll und ja, ich habe die Map aber nie gefunden. Ja, jetzt weiß ich warum. Na super. Uah! Scheiß, oh, scheiß. Das sind ja auch. Die sehen ja fast wie die aus. Also 1 zu 1 wie die wir aus Heretic kennen. Aua. Die machen aber ganz schön Damage. Noch auf jeden Fall mehr Damage als Melikos. So. Hier gibt es nur ein bisschen Rauchgranaten. Ah. Ist ja süß. So, es gibt nur den einen Ausweg hier. Dann kann es also hoffentlich keine Falle sein. Ich speichere voll trotzdem mal. Es ist natürlich eine Falle. Hilfe! Okay, wir haben drei Wege. In Menemu und drauf bist du. Dann gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, das war keine schlechte Idee. Ja, später kommt in der nächsten Hub. Da gibt es Pilze, die, wenn man darauf schießt, dann gehen sie kaputt und erzeugen so eine Giftwolke. Deswegen gucke ich bei Pilzen generell immer, ob es eine Giftwolke gibt oder nicht. Was ist denn das hier für ein geiler Weg? Lol, gefällt. Kommt man nach hoch? Ja, man kommt hoch. Gefällt mir. You need the horn key. Oh Gott, fängt das schon wieder an. Mann, diese Keys. Ich hasse diese Hub. Dieses Hub. Aber die Map hier ist geil. Die gefällt mir von der Optik her. Ich bin sowieso eher so dieser Dungeon-Fan. So muss ein Dungeon aussehen. Ich meine, gut, normalerweise ist es wahrscheinlich noch wesentlich dunkler. Ich kann ja mal Gamma rausnehmen. Naja, nee, geht eigentlich. Oh doch, na doch, ist ein bisschen dunkler. Ist auf jeden Fall dunkler. Also, ist doch schon ein merklicher Unterschied. Na gut. Na gut. Gott, so viele Wege. Aber,
Tja, Sache ist die, wie gehen wir am besten vor? Immer links bleiben oder versuchen wir quasi wie einen Stern aufzubauen? Also erst hier rein, dann hier alles, also quasi erst hier alles erkundigen, dann die beiden Wege sind. Achso, ist ein Weg. Ich weiß nicht. Also jetzt bin ich wieder im Hauptraum drin. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's nirgendwo lang. Nee. Oh doch, jetzt keine Weg. Okay, hier gibt's mal Rüstung. Wo bin ich? Kommen wir auch wieder hoch? Ja, man kommt wieder raus. Na nee, scheiße, wieder da runtergefallen. Da kommt man also nicht mehr raus. Okay, aber wir sind zumindest schon mal in einem Kreis. Halt, also wir. Diese Fledermäuse. Wir haben zumindest schon mal einen Rückzugspunkt, wo wir ordentlich angreifen können. Ein Raum, der, ich sag jetzt mal, leer ist. Weil das Schöne ist halt, es spawnen immer wieder neue Gegner nach. Aber das sind dann immer nur vereinzelte, leichte Gegner. Das heißt, mit denen wird man in der Regel fertig, aber man hat halt keine Räume, wo gleich 20 Gegner auf einen warten. Von daher ist halt immer gut, sich vorzuarbeiten. Dann hat man... Ruhe. Oh Gott, diese Viecher, ey. Hoffentlich spawnen die nie nach. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn nur diese kleinen, die wir direkt aus der allerersten Folge kennen. Die Viecher, die hier überall rumlaufen. Quasi die hier mit der Keule, dass die immer neu spawnen. Diese Braunviecher, auf die habe ich bisher nie geachtet, ob die auch neu spawnen. Ah, der Key! Das ist ein Scheiße! Das ist ein Key! Wir haben Key! Fick dich ins Knie! Das ist ein Key! Okay, das heißt, wir haben den ersten Kill schon mal gefunden. Das war gar nicht mal so schlecht. Da ist doch direkt eine zweite. Die haben wir doch schon, die Waffe. Ja, die Waffe haben wir schon. Wow. Oha, geht aber tief runter. Der Raum gefällt mir nicht. So, direkt speichern. Wir haben einen Key gefunden. Nice, gefällt mir. So, wir sind immer noch direkt am Anfang. Okay, das heißt, wir haben uns noch nicht verirrt. Das ist gut. Das ist gut, das ist, ne? Ich meine, die Map hier kommt mir gerade vor wie so eine typische Dungeon-Map. Und ich liebe Dungeon-Maps, aber ich weiß auch, dass man bei Dungeon-Maps sich sehr gut und schnell verlaufen kann. Und nur weil ich Dungeon-Maps liebe, heißt das noch lange nicht, dass ich keiner bin, der sich da gerne verläuft. Secrets gibt es ja also auch. Sehr interessant. Gibt es hier noch mehr? Ja. Oh, dieser Sound, Alter, ey. Wiu. Ich liebe bei Hexen die Atmosphäre. Oh, da kommen Vögel. Ah, ein Teleporter. Sag mal, sehr schön. Schnauze jetzt hier! Guck mal her! Guck mal rein! Kann ich euch besser. Ilie Mananan. Okay. Wow, 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 wow! Keine Gewalt hier! Kommen die nicht rein oder können die nicht reinkommen? So, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 interessiert mich nicht. So, wo geht der jetzt hin? Wieder zum Anfang. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal. Da brauchen wir einen gelben Key, haben wir noch nicht. Dann gucken wir mal jetzt den nächsten Weg. Wir arbeiten mal alles Stück für Stück ab. Darf natürlich die Zeit nicht aus den Augen verlieren. So, was ist hier? Ich glaube, das ist gar kein offizieller Weg. Stattdessen geht es hier lang und hier waren wir ja bereits. So, hier geht's. Ah! Boah! Okay, hier geht's weiter. Das war der linke. Genau, das war der ganz linke Weg. So.
Den haben wir jetzt also auch. Oh, hier kann man wieder runterfallen. Das heißt, der Weg ist jetzt hier erstmal zu... da kann man auch runterfallen. Scheiße. Das heißt, der Weg ist da erstmal zu Ende. Da gehen wir jetzt mal hier nach links. Genau. Ach so, siehst du, das ist der genau der Ort, wo man runterfallen kann. Ach du Scheiße. Oh, Alter, ich feiere diese Map gerade. War ja wieder klar, dass ausgerechnet die schönste Map die ist, die ich noch nie bisher gesehen habe. Leco mio, da ist... Aua! Das tut doch weh! Oh, hier Strömung! Wo kommst du denn jetzt her? Hier nichts ist wonky. Ah, okay, das ist hier das andere Ding, wo wir vorhin, ja, wo ich geguckt habe, ob da ein Secret ist. Weil, wie wir alle wissen, ein Wasserfall in einem Dungeon ist immer ein Secret. Aber in dem Fall leider nicht. Och nö, ne? Och, ja, dann leckt mich halt. Oh, schwanzgesteuerter Fickarsch. Wo denn jetzt da? Oh nö, ne? Ey, jetzt bin ich aber busy. Jetzt fick ich aber deine Mutter im Dreivierteltakt, du. Also jetzt ist hier aber Feierabend. Also jetzt gibt's hier aber auf die Omme und dann weggedönert. Ich sollte echt mir angewöhnen, bei Hexen öfter zu speichern. Das ist doch nicht mal normal. Diese verflixte Flixkacke. Da flexst du dir nur mal kurz ein und dann wirst du weggeflext. Das gibt's doch gar nicht. Wo geht's jetzt hier weiter? Ach nee, ich muss ja wieder hoch. Da. So, das war der eine. Da ist ja rum, wo wir gerade gestorben sind. Alter. Siehst du, so ist geil. So zieht die Strömung euch Stück für Stück immer weiter mit. Das ist gut. Nicht so wie bei dieser einen anderen Map da letztens, wo uns die Strömung einfach aufs Ufer getrieben hat und dann war es das, obwohl die Strömung selber eigentlich noch weitergehen sollte. So, da hinten, das ist eine Falle. Gut zu wissen. Was für eine Dreckskacke. So kenne ich Hexen gar nicht. Uah. Ich traue mich nicht dahin zu laufen. Was ist das gerade für ein Geräusch? Ah! Schade, ich hatte aber keine Ding austricksen, indem man quasi das Ding vorher ein bisschen. Ja, nee, weiter geht's ja auch gar nicht. Weil eben, ducken kann man sich ja normalerweise gar nicht. Ja gut, dann ist das Ding also wirklich kein Secret, sondern einfach nur eine reine Falle. Apropos Falle, ja, wer hochsteigt, fällt tief. Oh, diese Fledermäuse, ist das geil! Oh, das ist so süß. Ich schieße jetzt schon wieder. Ich gehe auch wieder runter. Boah, mit Fallschaden. So, wie es aussieht, haben wir jetzt die gesamte Map abgeschlossen. Kann das sein? Ne, dann ist was Grünes und dann ist was Gelbes. Na gut, aber wir haben bisher weder was Grünes noch was Gelbes, also bringt uns das Ganze noch nichts. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder dahinter. So, wo sind wir jetzt? Wir sind am Arsch der... Ach ne, das ist da, wo wir reingegangen sind. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir keine einzige Lampe. Leck mich doch. War also alles umsonst. Aber wir haben jetzt einen Key. Ja komm, leck mich halt. Hä, will ich jetzt oder überziehen wir gerade?
bin gerade dabei, mein gesamtes Headband durch den Handel zu bringen. Ja, wir überziehen gerade immens. Na gut, dann mache ich mal lieber Feierabend. Ciao.